So, Sersen, wir sind wieder zurück. Mhm. Am Vor der Verdammten. Was? 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 Der Berg. Der Berg. Der Berg ruft. Der Berg. Der Berg ruft. Aber keiner zu Hause zum Glück. Hallo. So, ich gehe wieder auf meinen Ausguck. Da hinten ist eine Mini-Insel. Das ist schon nicht schlecht. Eins, zwei. Ja, die sieht auch so ein bisschen aus wie die im Buch. Gib mir mal eine Richtung. Die nehme ich nichts. Mehr Richtung Osten. Am Horizont. Okay. Ja. Ich glaube, ich sehe es. Hm? Die sieht, wenn du ein Buch reinguckst, sieht die aus wie die auf dem Buch. Was man so sieht von hier oben. Aha. Die nur grüne Suppe. Ah. Siehst du, das waren die magischen Worte. Jetzt sehe ich nämlich gar nichts mehr. Jetzt sehe ich weiße Suppe. Schön. So gefällt mir das. Ja, aber es ist gut, wenn wir keinen sehen, sieht uns auch keiner. Ja, von daher ist das schon nicht verkehrt. Hm. Ja, die essen. Oha. Oha. Ah ja, ich sehe es. Ich sehe es. Könnte die sein, ne? Könnte, ja. Könnte, ja. Könnte, unter Umständen, vielleicht, ja. Könnte. Da ist ein Wrack von uns rechts. Ja. Wollen wir das machen? Nee, aber... Ist übrigens kein Wrack, sind nur Fässer. Ah. Ja, nee. Nur Fässer an Bord. Ist hier denn irgendwas? So, und was müssen wir jetzt auf der Insel nochmal machen? Unter Wasser? Ja. Und da die zwei Steine von dem Puppes da... einsetzen. In deinen Kopf reinrammen. Ja gut, dann hätte ich gesagt, wir packen dann die Truhe und packen die auf die Insel und von da aus nehmen wir uns dann die Juwelchen und dann tauchen wir. Ja. Steine des Andes in einem Tunnel unter den Wellen auf einer Insel, die auf keiner Karte verzeichnet ist. Welche Mysterien verbirgst du? Oh. Na gut. In der Wäsche. Die Spannung wächst. Schaut doch idyllisch aus. Mhm. Bleib mal anhalten, ne? Zu langsam. Ja, hat man. Und ich warte nur drauf, was der Captain sagt. Da ist was im Wasser. Was denn? Mhm. Nimm du die Kiste mit. Jawohl, Captain. Oh, diesen Wrack. Cool. Können wir ja mal kurz gucken dann. Erstmal ein Land. Ja, ja. Und Gehirnkorallen. Ach nee, sind Schwämme. Keine Korallen. Schwämme. So, dann stelle ich die mal hier ab. Aber das Wrack ist das einzige. Was hier in der Nähe ist, irgendwie was aussieht, als wäre das irgendwie wichtig. Kann, aber war da nicht irgendwas mit Tunnel? Ja. Unter der Insel? Die sind aber auch Tunnel. Echt? Ja. Also so Torbögen, ne? Ja, das ist aber kein Tunnel, ne? Hier sind noch mehr Teile von dem Wrack. Cool. Ja, aber schaut jetzt nicht so aus, als wenn da irgendwie eine Statue wäre. Hier! Hast du es? Nö. Aber hier sieht so aus, als wäre es hier. Weil hier ist so eine Ruine unter Wasser. Wo bist du überhaupt? Hier? Ja, ja.
Hier ist... Nee. Hier ist nix. Hier bei mir. Hier sind so Steindinger. Ja, ich muss ja erstmal atmen. Aber hier sieht es nicht so aus, als könnte man hier irgendwas einsetzen. Oder muss man die einfach hier hinlegen? Nee. Das ist aber kein Tunnel. Ja, aber ja. Sieht so aus. Sieht so aus wie das in der Zeichnung. Kann man unter Wasser eigentlich auch graben? Nee. Kann man nicht. Oh oh, oh oh. Hä? Hi. Oh. Ja, bei mir. Oh. Oh, erstmal was zu essen. Ist hier vielleicht irgendwo ein Tunneleingang oder so? Nee. Wir können jetzt mal einfach mal ringsrum um die Insel. Weil es hat ja, aber im Buch steht doch unter der Insel, oder? Unter den Wellen. Okay. Kann ja dann überall sein. Wir haben Wasser halt, ne? Hilfe! Was ist? Hi. Du bist tot? Nee, noch nicht. Aber ich sehe ihn nicht. Muss man an Bord eine andere Waffe nehmen. Oh, jetzt bin ich tot. Warum eine andere Waffe? So, weil ich das Zielfernrohr Ding habe. Und das bringt mir hier wenig. Schon weit weg von der Insel, ne? Beim Schiff. Mhm. Jetzt brauche ich die auch nicht mehr. Aber ich glaube, dass er schon hier ist. Glauben heißt nicht wissen. Aber das sieht halt so aus, als wäre es hier, ne? Ich will wissen, was in diesem Wrack ist. Ja, dann schau halt rein. Dann schau doch Mac rein. Magpie's Wing. Waren wir hier schon mal? Ich meine, hier waren wir schon mal. Steinernes Antlitz. In einem Tunnel unter den Wellen, auf einer Insel, die auf keiner Karte ist. Wo ist wieder ein Hai? Welche Mysterien verbirgst du? Blub, blub. Also das ist auf jeden Fall die Insel. Ja. Und es muss entweder vor oder hinter der großen Insel in der Mitte sein. Mhm. Nix. Du blöder Hai. Du blöder andere Hai. Und zwei Stück. Jetzt ist nur noch einer. Ich geh mal auf die andere Seite von der Insel. Achtung. Ja, ja. Sehr gut. So. Weil wir sind doch hier auf dem großen Teil, da hinten glänzt was. Ja, ja, aber Oh, nein, Dings. Auf der Seite ist aber nichts. Ja, wenn dann hier irgendwo. Warum ist die Meerjungfrau hier?
Weil wir zu weit vom Schiff weg sind. Ah. Nö, hier ist kein Tunnel. Ich glaube, das ist wirklich da hinten, wo dieses Steinmonument da war. Naja, aber es muss ein Tunnel sein und es muss eine Skulptur sein. Also es muss irgendwas mit Augen sein. Sehr komisch. Seide gefunden. Hier? Ja, hier ist wo? Oh, hier. Hier. Hast du's? Ja, hier. Okay, bleib mal da. Hol mal den ersten. Essen. Nimm noch die ganze Kiste mit. Ich brauche was zu essen. Da ist halt was. Hab nix. Oh Mann, ey. Ich kann mich. Oh, hi. Aber der kommt, glaube ich, nicht da rein. Jetzt hoffe ich mal, dass da auch Luft ist. Hast du jetzt nur einen Stein oder die ganze Kiste? Ich habe nur einen Stein. Warum? Weiß ich nicht. Affe, ey. Okay. Luft. Oh, geschafft. Ist da Luft? Ja, da ist eine Höhle. Ja, cool. Muss ich jetzt den anderen Stein noch suchen? Der ist direkt da in der Nähe in der Kiste. Soll ich ihn holen? Ich weiß ja nicht mal, wo die Kiste ist. Hier. Ich weiß noch nicht mal, wo die Statue ist. Ah, hier. Das ist nur die Frage. Die hat vier Köpfe. Okay. Ich setze es mal einfach mal ein. Da ist ein Schiff. Oh, nee. Der hat, Ja, ist egal. Komm hier, komm rein. Ist wurscht. Ein Master. Ja, dann soll er... Sieht aber aus, als wäre der unterwegs. Ich glaube, das ist der von eben. Ja, wenn, ist auch egal. Da kann uns ruhig Plätze platt machen. Mm-mm. Wieso? Du weißt, dass die Mission hier noch nicht vorbei ist, ne? Ja, aber wir haben doch die zwei Sterndinger. Und unser das Ding bringt uns dann einfach nur woanders hin. Ich bin einfach nicht mehr. Nicht hoch? Kann man den nicht mal rausnehmen? Ja. Hä? Hä? Wo war denn der Eingang jetzt davon? Ja, der schießt auf uns. Ja, schön. Ich finde den Eingang nicht mehr. Ich komme. Wo schießt der denn auf uns? Wie schießt der denn auf uns? Kanonen gehört. Auf uns schießt aber keiner. Auf meinen Namen? Der ist noch ganz weit hinten. Bei uns in der Nähe ist keiner. Okay. Aber trotzdem auf meinen Namen. Natürlich nicht. Deswegen sollst du ja den Namen suchen. Da unten. Ja. Bist du drin? Ja. Du läufst? Warum läufst du? Das schaut aus.
So. Cool. Ja, ne? So, hier ist auf jeden Fall eine Karte. Okay. Krabbentotem. Ja. So, müssen wir uns hier noch irgendwas anschauen? Nee, ne? Kann es sein, dass wir jetzt dann insgesamt noch 2, 4, 6 Juwelen brauchen? Warum? Weil da 6 Öffnungen sind, die noch offen sind. Hä, wo sind denn da noch 6 Öffnungen? Ja, das sind 4 Köpfe. Also 4 Gesichter. Nö, wir müssen das Ding jetzt zu einer Insel bringen. Und dann kriegen wir von da aus noch ein paar Dinger, aber nicht, dass ich wüsste, dass das noch von den Teilen da sind. Ja, dein Mikro knattert übrigens wieder extrem. Ja, ja, ja. Guck mal, guter Punkt, die Aufnahme eben zu beenden, weil jetzt haben wir hier den Schatz und nee, dann wir sind noch zu früh. Aber dann kann ich mein Mikrofon fixen. Ja, dann kannst du doch mal zur Abwechslung einfach mal ruhig sein. Du kannst mich auch mal absolut gern haben. Hab ich doch. Von ganzem Herzen. So, also ich bin auf dem Weg raus. Mhm. Im Wrack war nix, ne? Ne. Wir müssen nach N13. N13. Schwimme ich mal rüber mit der Kiste zum Boot. So. Ah, du musst gar nicht weg. Ja. Doch, ich gehe. Ich gehe. Okay. Ich habe gerade gesehen, dass wir dieses Totem, was wir hier haben, einfach direkt hier gegenüber von uns einsetzen müssen. Gegenüber von uns? Mhm. An der Wand. Bist du jetzt schon wieder unten drin, oder was? Immer noch. Ich habe auf jeden Fall mal die eine Truhe mal aufs Boot gebracht, weil es hat geblinkt. Komm schon wieder. Ich habe mich nämlich in der Höhle angeguckt. Und da habe ich zufällig gesehen, tot und platziert ist so. Oh moin! Ja super. Wo waren wir jetzt wieder? Oh, wo ging es denn da wieder runter? Kann ich nicht sagen. Bin etwas lost. Mhm. Noch dunkel. Kommst du noch mal raus oder was? Mm-mm. Nö, ne? Wo war jetzt der Eingang? Wenn du quasi auf das Schiff guckst, dann rechts von der Nase, aber also rechts Richtung Nase. Welche Nase? Deine? Vom Schiff. Ja. Da runter irgendwo. Nö. Siehst du, ich bin nochmal rausgeschwommen, um dir den Weg zu zeigen, ne? Aber ich hab schon. So bin ich zu dir. Mhm. Aber mich lässt du wieder hier alleine rumdodern. Mhm. Weil du zu wenig Bananen hast. Mhm. So, ich bin gleich da. So. Mhm.
Müssen wir da runter? Ja. Da müssen wir jetzt runter. Cool. Ach, das kommt mir bekannt vor. Ein Rätsel lösen. Ja, aber das lösen wir erst in der nächsten Folge, liebe Kinder. Mhm. Ne, weil da fangen wir jetzt nicht an, dass wir da unterbrechen, sondern da nehmen wir euch dann ganz gerne doch mal komplett mit. Ne? In dem Sinne sagst du jetzt knisternd, knatternd, tschüss. Oh Gott, sie isst. Dann bis zur nächsten Folge, Kinders. Daumen, Abo wäre nicht schlecht. Muss aber nicht. Und Schleimer. Tschüss. Immer. Tschüss.